Nachdem wir nun die ersten beiden Abschnitte korrigiert haben, widmen wir uns diesen 10 Geboten. Du siehst, wenn du das mit der Lösung vergleichst, da ist einiges durcheinander geraten und deine Aufgabe ist es nun, da die Reihenfolge wieder herzustellen. Anstatt nun alles wieder abzuschreiben, gibt es einen ganz einfachen Trick, den ich dir zeigen möchte. Und zwar mit Ausschneiden einfügen. Du überfährst die ganze Zeile, die an den Anfang kommen soll, und zwar bis und mit diesem unsichtbaren Zeichen für die Zeilenschaltung. Und übrigens nochmals, dieses Zeichen kannst du ein- oder ausblenden lassen mit diesem Symbol hier oben. Und jetzt schneidest du diese Zeile aus, entweder mit diesem Share-Symbol. Ich persönlich bevorzuge Bearbeiten, Ausschneiden oder du kannst dir auch gleich den Kurzbefehl merken, Befehl X. Dann gehst du an den Anfang dieser ersten Zeile und wählst Bearbeiten, Einfügen oder eben Befehl V. Und so verfahren wir nun weiter. Also die zweite Zeile, Befehl X. Und an der entsprechenden Stelle Befehl V. So, nun bin ich soweit. Noch ein weiterer Trick. Nehmen wir an, du möchtest im ganzen Text immer das gleiche Wort ersetzen. So kannst du dir sehr viel Arbeit ersparen, wenn du nach diesem Wort suchst und es erst dann ersetzt, und zwar dann für den ganzen Text. Machen wir das als Beispiel mit diesem sollst. Das überfährst du und zwar so, dass weder der Leerschlag am Anfang noch am Schluss mitkommt, also nur das reine Wort. Und dieses Wort kopieren wir nun mit Befehl C oder eben bearbeiten, kopieren. Und jetzt fügen wir das bei diesem Lupensymbol ein mit Befehl V. Und sofort wird im ganzen Text dieses Wort markiert. Und wenn ich neben diesem Lupensymbol auf diese Ecke tippe, so kannst du Ersetzen wählen und dieser Dialog springt auf. Und jetzt kannst du das Wort einfügen, das du stattdessen verwenden möchtest, in diesem Fall musst. Wenn ich jetzt auf Ersetzen klicken würde, so würde nur das erste markierte Wort ersetzt. Mit Alle ersetzen wird es im ganzen Text ersetzt. Nun, das wollen wir ja aber eigentlich gar nicht. Deshalb tippe ich hier entweder auf Rückgängig oder, das kannst du dir auch gleich wieder merken, Bearbeiten, Eingabe widerrufen oder eben Befehl Z. Diesen Befehl mit Suchen ersetzen, den verwende ich vor allem für doppelte Leerschläge und sonstige Fehler, die sich da bei den Satzzeichen einschleichen. Ich überfahre jetzt mal so einen doppelten Leerschlag. Ich kopiere ihn und suche nach dem Befehl V und du siehst, es hat doch recht viele von denen noch im Text. Und wiederum über den Befehl ersetzen, da tippe ich nun einfach einen Leerschlag ein und über alle ersetzen sind alle diese doppelten Leerschläge eliminiert.